In der mazedonischen Stadt Kumanovo ist es auch am Sonntagmorgen wieder zu Schusswechseln zwischen Spezialeinheiten und Mitgliedern einer bewaffneten Gruppe gekommen. Ein verletzter Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kämpfe in einem von der albanischen Minderheit bewohnten Viertel der Stadt begannen am Samstag, als die Polizei eigenen Angaben zufolge Hinweisen auf geplante Terrorakte nachging. Mindestens 14 bewaffnete ethnische Albaner und 8 Polizisten sollen bei der Polizeiaktion seit Samstag getötet worden sein. Laut dem Innenministerium wurden 37 Polizisten verletzt. Die Regierung ordnete eine 2-tägige Staatstrauer an. Die Hintergründe sind unklar. Mehrere ethnische Gruppen vermuten einen Zusammenhang mit der seit Monaten anhaltenden Regierungskrise. Das alles ist nicht im Interesse der Bürger dieser Stadt oder des Landes, so dieser serbisch sprechende Bewohner von Kumanovo. Ist es im Interesse der Regierung, fragt ein Reporter. Ich möchte nicht spekulieren, aber in 2, 3 oder 5 Jahren wird man wissen, wer das getan hat, wer mit der Bevölkerung herumexperimentiert hat. Seit Monaten lähmen politische Spannungen das Land. Die oppositionellen Sozialdemokraten werfen der Regierung Korruption und illegale Abhöraktionen vor. Einige Beobachter spekulieren über eine mutwillige Instrumentalisierung latenter ethnischer Spannungen. Viele Bewohner der betroffenen und teils abgeriegelten Viertel in Kumanovo verließen die Stadt, obwohl bei der Polizeiaktion nach amtlichen Angaben keine Zivilisten getötet wurden. Die Armee half bei der Evakuierung.